magischen Rissen. Überwältigend. Das Licht. Über die große Dunkelheit, die über allem lastet. Einst war nur das Nichts. Absolut. Perfekt. Langweilig. Es endete mit einem Segen. Durch eine Geste des Schöpfers kamen Mitgefühl und Weisheit in die Welt. Doch wundervolle Geschenke haben meist einen hohen Preis. Aus dem wundersamen Brunnen des Lichtes wurde das namenlose Feuer geboren, das den tiefen Quell der Mitternacht speist, den Feind allen Lebens. Und wie die Schöpfung schritt auch der Schatten voran. Unbehelligt und wild kam die Dunkelheit. Brennend und mordend schändete sie Land, Himmel und Fleisch. Sie kam über zahllose Welten und verschlang und verdarb alles Leben. Schließlich fiel der Schatten auf eine Welt der geheuchelten Liebe und des überzeichneten Verlustes. Und doch lebten auf diesem blauen Planeten Menschen, die Widerstand leisteten. Geboren zu einem einzigen Zweck, das Dunkel zu binden, den unstillbaren Hunger des namenlosen Feuers zu ersticken. Auszugleichen. Und so begehrten die Menschen ihre neu gewonnene Waffe, ohne jemals den Arm zu sehen, der sie führte. Doch ihre Gebete wurden nicht erhört. Es kamen keine Engel, keine Armee der Erlösten. Die Menschen mussten sich die Macht nutzbar machen, die sie erschaffen hatte. Sie mussten das Licht verteidigen, das sie umgab. Sie sind die Hoffnung, Bezwinger des Bösen. Die Antwort der Schöpfung auf das Nichts, aus dem die Hölle geboren wurde. Der Mensch ist das Gleichgewicht, auf das der Dämon keine Antwort weiß. Der Mensch ist eine Waffe. Ein unermüdlicher Kämpfer des Glaubens. Des Glaubens an sich selbst. Der Mensch ist edel und aufrecht. Hoffnung und Gleichgewicht. Der Mensch ist eine Chance.